etwas atypisch sein. Ich werde also so langweilig sein wie noch nie. Ich werde also völlig ruhig und übersachlich sein. Das ist halt völlig umsonst hierher gefahren. Ne? Aber ich möchte mal einfach was machen. Ich möchte einfach das hinterfragen auf seinen Wahrheitsgehalt, was die Linken behaupten in ihren Aussagen. Also das erste ist, die Wortführerin des Ganzen ist Frau Dr. Renate Schunk, das ist ja die nicht unbekannte Allgemeinärztin hier in der Ecke. Ich bin also, als ich angekommen bin, auf Frau Dr. Schunk zugegangen, vor einer halben Stunde, habe sie also höflich eingeladen, hier zu uns zu kommen, meinem Vortrag zuzuhören und dann an der Diskussion teilzunehmen. Ja? Und bin natürlich sehr enttäuscht, dass ich die Antwort bekommen habe, nein, ich möchte Ihnen nicht zuhören, mit solchen Leuten wie mit Ihnen möchte ich nicht reden. Also das ist dann schon interessant, dass jemand, der vorgefasste Meinungen über uns verbreitet, nicht einmal bereit ist, uns zuzuhören, was wir eigentlich wirklich wollen. Das Erste, was Frau Dr. Schunk von sich gegeben hat in ihrer öffentlichen Stellungnahme, ist, dass die beiden Redner, also Herr Martin Hebner und ich, Anführungszeichen, ausgewiesene Rechtsradikale in der AfD sind, Schlusszeichen. Lieber Martin, kennst du Frau Dr. Schunk? Nicht, dass ich wüsste, danke. Hat die mit dir gesprochen? Siehste, habe ich ja auch gewusst. Frau Dr. Schunk kennt auch mich nicht. Sie hat auch mit mir nicht gesprochen. Woher will sie dann wissen, was ich denke? Geht schon los. Aber die Meinung ist ja da. Ausgewiesene Rechtsradikale in der AfD. Mir wurde das auch geraten von meinem Kreisvorsitzenden, weil es eine ganz klare Beleidigung ist, die nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt ist. Mir wurde empfohlen, Strafanzeige gegen Frau Dr. Schunk bei der Polizei zu stellen. Ich habe lange darüber nachgedacht. Ich sage jetzt euch, warum ich das nicht mache. Weil mir meine Zeit zu schade ist, mich mit diesem Blödsinn zu beschäftigen. Weiter, Frau Dr. Schunk. Sie betont, jetzt wegen ihrer Demonstration, Anführungszeichen, wir wollen dagegen protestieren, weil wir gegen Feinde der Demokratie antreten. Ich bringe jetzt die ganzen Aussagen und werde sie einem Wahrheitstest unterziehen. Also, die haben da draußen protestiert, weil wir Feinde der Demokratie seien. So, also noch andersrum. Sie haben da draußen gegen Feinde der Demokratie protestiert. Wissen Sie, welches Gesetz letzte Woche erlassen wurde? Das Gesetz zum Bundestrojaner. Der Bundestrojaner heißt, dass der Staat ohne richterliche Anordnung einfach so online den Computer und das Smartphone eines jeden Bürgers durchsuchen kann. Und jetzt wird es ganz interessant. Wenn dieses Gesetz offen durch das Parlament gegangen wäre, hätte man drei Lesungen gebraucht. So steht es nämlich im Gesetz. Aber nein, was hat man gemacht? Man hat ein älteres Gesetz genommen zum strafrechtlichen Fahrverbot, ja, Straßenverkehr, und hat in diesem Gesetz, in einem Nebenabsatz, gut versteckt, abgestimmt und angenommen, dieses Gesetz zur Durchsuchung von Computern und Mobilfunk Geräten von 80 Millionen Bürgern. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hätte natürlich, weil es ein datenschutzrelevantes Gesetz ist, gehört werden müssen. Auch der wurde nicht beteiligt. Wir haben also hier zu tun mit einem der allerschwersten Eingriffe in die Grundrechte von uns Bürgern, die es überhaupt gibt. Diese Eingriffe haben vorgenommen die CDU, CSU, SPD, Einheitsparteien der Regierung unter tätiger Mithilfe der Grünen, FDP, Linke, Scheinopposition. Ich habe nicht vernommen, dass Frau Dr. Schunk gegen diese Feinde der Demokratie demonstriert hat, obwohl sie es eigentlich versprochen hat. Ja, und diese selbsternannte tolle Regierung und die Scheinopposition haben noch was viel Schlimmeres gemacht jetzt vor einigen Tagen. Sie haben das Netz
Netzwerkdurchsetzungsgesetz auch noch verabschiedet. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist die faktische, vollkommene Abschaffung der grundgesetzlich verbrieften Meinungsfreiheit. Das heißt, wir leben jetzt seit einigen Tagen in einem Staat, in dem es zwar im Grundgesetz die Meinungsfreiheit noch gibt, in dem aber durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz die Meinungsfreiheit faktisch vollkommen abgeschafft worden ist. Also wenn das kein Frontalangriff auf die Demokratie und die Freiheit ist, dann weiß ich nicht, was das sonst ist. Aber auch da habe ich noch nicht gehört, dass die bunte sogenannte Friedensinitiative hier aus dem Landkreis dagegen protestiert hätte. Aber sie hat doch versprochen, sie protestieren gegen Feinde der Demokratie. Ja, wo ist sie denn mit ihren Leuten beim Protest gegen die CDU, CSU, SPD, Grüne, Linke, FDP, Einheitspartei, die die Demokratie in unserem Lande letzte Woche endgültig schon abgeschafft hat? Wo ist denn die Demokratie? Aber das Gesetz hat sich inzwischen so weit rumgesprochen, ich bin international gut vernetzt. Also wenn meine Informanten hier richtig liegen, haben bereits Weißrussland und auch Nordkorea schon Interesse bekundet, dieses Gesetz für sich zu übernehmen. Die nächste Rechtsbeugung. Die Ehe für Homosexuelle. Ich will auf einen ganz anderen, ich will jetzt die Diskussion nicht führen, gut oder schlecht. Wir wissen alle, die Union hat alle konservativen Positionen schon lange aufgegeben. Wir, die AfD, sind die allerletzte Partei, die überhaupt noch für Werte steht, in diesem Lande der Beliebigkeit. Ich möchte auf etwas anderes hin. Dadurch, dass die Ehe unter dem besonderen, und zwar die Ehe zwischen Mann und Frau, so steht es wortwörtlich im Grundgesetz, unter dem bewussten Schutz des Grundgesetzes steht, hätte eine Änderung eine verfassungsgebende Mehrheit von 2/3 der Stimmen bedurft. Das ist ja der nächste Punkt wieder. Die Homo-Ehe ist mit der einfachen Mehrheit der Stimmen durchgegangen gestern. Sie ist nicht mit 2/3 der Stimmen durchgegangen, die es aber nach dem Verfassungsrecht gebraucht hätte. Das heißt, gestern ist wieder einmal Verfassungsbruch von der CDU, CSU, SPD, Linke, Grünen, FDP, Einheitspartei begangen worden. Und wo ist denn bitte schön der Protest gegen diesen Demokratiebruch durch das Friedensbündnis Traumreuth? Ich habe es nicht vernommen. Und noch ein wunderschönes Selbstverständnis, was die herrschende politische Klasse von der Demokratie hält. Es ist immer schön, wenn die Leute über die sogenannten freudschen Versprecher ihre wahren Absichten rauslassen und gar nicht merken, was sie gesagt haben. Ja? Dann nehmen wir uns mal den Herrn Martin Schulz vor von der SPD. Was hat er gesagt? Ich zitiere wörtlich, das ist jetzt auch wieder eine Woche her. Die SPD müsse alle Kräfte mobilisieren und dafür sorgen, dass die AfD nicht dem nächsten Bundestag angehöre. Das müsse und könne verhindert werden. Durch die SPD? Mir war völlig neu, dass nicht die Wähler, sondern die SPD den Bundestag wählt. Das ist das Selbstverständnis. Diese herrschende politische Klasse ist inzwischen sowas von arrogant geworden, ich habe schon gesagt, keinerlei Bodenhaftung zur Realität, dass der Herr Schulz wirklich meint, die SPD als Partei hätte zu entscheiden, wer in den Deutschen Bundestag kommt oder nicht. Meiner Meinung nach kann das nur der Wähler entscheiden und keine Altpartei. So, gehen wir weiter hier in den Auslassungen des sogenannten Friedensbündnisses gegenüber uns. Das Friedensbündnis ist gegen Rassismus und gegen Ausgrenzung. Da sind wir aber auch alle dagegen. Die wollen ja genau das, was wir wollen. Wir sind gegen Rassismus und wir sind gegen Ausgrenzung als Alternative für Deutschland. Und das zu demonstrieren habe ich mich heute ja nicht wie sonst im blauen Anzug, sondern mal bewusst bunt angezogen. Ja? Wir demonstrieren das auch visuell heute. Ja? So, und was passiert jetzt in unserem tollen Staat?
In der Bild-Zeitung, das ist jetzt circa 2 Wochen her, hat ja Angela Merkel Deutschland buchstabiert. Ja, einige lachen schon. Ja. Das ist aber traurig, da könnte man eigentlich nicht drüber lachen. Ja. Das sind auch solche freudschen Versprecher, wie wir es ja auch schon beim Schulz gerade festgestellt haben. Da sagen die mal, was die wirklich denken. Das heißt, die Angela Merkel, also A bis Z, ne, das Alphabet, und die hat da einige Buchstaben belegt. Zum Beispiel, Frage vom Bild an. Bundeskanzlerin, was verstehen Sie unter den Buchstaben F? Angela sagte, F wie Flüchtlingshilfe. Verständlich, oder? Passt hier. So. Passt hier, ja. Dann kam M. M wie Magda. Was hat sie gesagt? Muslime und Migrationshintergrund. Dann kamen wir zum Buchstaben S. Israel ist Staatsressort. Also da geht's schon los. Israel ist für mich I. Aber gut, die Frau Merkel ist ein bisschen älter, vielleicht liegt es an einem gewissen Alzheimer, der langsam von dir Besitz ergreift, das kann man sagen. Also es geht, man kann in unserem Land ja nur noch mit Humor überleben. Ja, also ein gewisser Sarkasmus ist immer ganz gut. Genau, dahin kam schon der Buchstabe D. Zu D wurde sie auch gefragt, die Frau Bundeskanzlerin. Was denkt sie zu D wie Dora? Von welchem Land ist sie eigentlich Bundeskanzlerin? Aber nein, was hat sie gesagt? Bei D wie Dora denkt sie an dichte Fenster. Was? Dichte Fenster. Ja, wer nicht mehr ganz dicht ist, muss er an dichte Fenster denken. So, und das ist ein typischer freudscher Versprecher. Und jetzt muss ich wieder ernst werden. Jetzt muss ich wieder ernst werden. Die deutsche Bundeskanzlerin traut sich nicht beim Buchstaben D Deutschland auszusprechen oder deutsches Volk oder deutsche Kultur. Nein, sie sagt D wie dichte Fenster. Wir Deutsche kommen in ihrer Buchstabierung überhaupt nicht vor. Aber vorkommen unter M Muslime und Migrationshintergrund. Aber Hans, ja? Ja? D hätte sie auch sagen können, die, die schon länger hier leben. Das wäre ja auch nicht D. Ja, 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 da hast du auch eine Doppel-D. Aber ich möchte hier noch das Gegenargument bringen. Wir in der AfD sind gegen Rassismus und gegen Ausgrenzung. Die deutsche Bundeskanzlerin beim Buchstabieren hat uns, das eigene Volk, ausgegrenzt. Sie hat uns Deutsche nicht einmal erwähnt unter dem Buchstaben D, aber die Migrationen unter dem Buchstaben M, das ist antideutsche, rassistische Ausgrenzung durch die Bundeskanzlerin gegenüber uns, dem eigenen Volk. Wenn es das sogenannte Friedensbündnis wirklich ernst meint mit seiner Demonstration, sollte bitte jetzt endlich mal anfangen, dagegen zu demonstrieren. Gegen diese Ausgrenzung von uns Deutschen in unserem eigenen Land. Dann gibt es noch etwas, was wirklich weitergeht in dieser Richtung. Warteliste für Sozialwohnungen. Wenn wir, die wir hier schon länger leben, zumindest ist es in der schwäbischen Landeshauptstadt Stuttgart so, wenn wir eine soziale Wohnung haben wollen, müssen wir als Deutsche 3 Jahre darauf warten. Ich zitiere hier die Originalaussage der Stadt Stuttgart, nicht so für Flüchtlinge, die bekommen die Sozialwohnungen gleich zugewiesen. Ich erwarte bitte von Frau Dr. Schunk und der sogenannten Friedensinitiative einen Protest gegen diese rassistische Ausgrenzung von uns Deutschen auf unserem eigenen Territorium. Dann ist diese tolle Friedensinitiative ist weiterhin für Weltoffenheit. Ja, da muss ich sagen, da kann ich mit der Frau Dr. Schunk einfach nicht mithalten. Wirklich. Ich habe leider in meinem Leben nur 1/3 im Ausland gelebt. Viel zu wenig. Kann ich mit der Frau Dr. Schunk nicht mithalten. Ja? Ich habe leider nur gelebt in Russland, leider nur gelebt in Tschechien, leider nur gelebt in Spanien, leider nur gelebt in Frankreich, in Großbritannien und in Irland. Ich habe also gar nichts von der Welt gesehen. Und über meine internationale wirtschaftliche Tätigkeit war ich leider auf vielen Dienstreisen, auf sehr vielen. Ich kenne die Länder sehr gut. In Tadschikistan, in Usbekistan gewesen,
in Ägypten gewesen, also ich kenne muslimische Länder aus meiner eigenen Anschauung, und in den Vereinigten Staaten gewesen. Ich kenne auch den Westen sehr gut, ich kenne nicht nur den Osten. Und sehr oft in Südamerika gewesen mit dem Schwerpunkt Chile. Und ich könnte diese Abrechnung, die ich jetzt mit diesen scheinheiligen, verlogenen, sogenannten Friedensaktivisten hier führe, ich könnte diese Abrechnung in dieser Qualität auch auf Russisch, auch auf Englisch, auch auf Spanisch und auch auf Tschechisch halten. Aber leider, verehrte Frau Dr. Schunk, ich kann viel zu wenig, ich bin nicht weltoffen genug. Tut mir so unendlich leid. Ich habe vergessen zu sagen, ich bin mit einer Ausländerin verheiratet. Vielleicht nehmen Sie mich jetzt doch noch in euren tollen, weltoffenen Kreis auf. Kann es sein. Jo. Ich habe mich doch schon bunt angezogen, ne? Aber es hilft einfach alles nichts. Dann ist sie die Dame und ihre Genossinnen und Genossen, ja, das bringt es auf den Punkt, welches Geist der Kinder sie sind. Sie sind für Gleichberechtigung, gegen Diskriminierung, für Gastfreundschaft und gegen Ausländerhetze. Auch dafür sind wir in diesem Saal geschlossen, alle. Auch dafür sind alle Wähler und sind alle Mitglieder der Alternative für Deutschland. Jetzt kommen wir zu einem entscheidenden Punkt. Schauen Sie sich alle Kulturen an, die die Weltgeschichte je gesehen hat. Schauen Sie sich mal ein bisschen die Psychoanalyse an, Sigmund Freud und solche Leute. Ja? Es gibt, oder die ganzen Verhaltensforscher, Irenaeus, Eibel, Eibelsfeld, selbst Karl Popper, der nicht auf unserer Linie liegt, hat es ja auch sehr ähnlich jetzt gesehen. Es gibt einen zentralen Satz in allen Ländern, zu allen Zeiten, dass nur wer sich selbst liebt, nur wer sich selbst wertschätzt, kann auch andere lieben und kann auch andere wertschätzen. Das ist ein fundamentaler Zusammenhang unseres menschlichen Lebens. Aber was haben Sie gemacht, dieses Konglomerat aus Antifa, Linksextremisten, bunten Bündnissen, Einheitspartei im Bundestag und eben die schon kritisierten großen Mainstream-Medien. Sie haben uns seit 1945 eingebläut, dass wir uns angeblich nicht mehr selbst lieben dürften und dass wir uns angeblich nicht mehr selbst wertschätzen dürfen. Und dann haben diese Leute auch noch die Stirn, uns vorzuwerfen, dass wir jetzt das Produkt denen ihrer Indoktrination geworden sind. Die haben uns verboten, über 70 Jahre uns selbst wertzuschätzen. Damit haben sie uns ausgetrieben, auch andere wertschätzen zu können. Das ist nämlich die logische Folge daraus. Das heißt, wenn die Linken und die Einheitspartei und die Scheinopposition und dieses ganze Medienkartell, wenn die uns nicht ausgetrieben hätten, die Selbstwertschätzung, ja, dann könnten wir auch andere Menschen wertschätzen. Und wir wollen andere Menschen wertschätzen. Wir wollen andere Menschen lieben. Es sind uns alle Ausländer willkommen, die sich hier engagieren, die sich zu unserem Land bekennen und die hier arbeiten und die mit uns zusammen nach unseren Regeln leben. Das ist diese Wertschätzung, die wir diesen Menschen entgegenbringen wollen. Aber dafür ist endlich mal Voraussetzung, dass wir uns endlich mal selbst wertschätzen. Dann sind Frau Dr. Schunk und ihre bunt-grünen Friedensillusionisten auch gegen Ausbeutung. Ja, gegen Ausbeutung ist jeder. Wir werden aber ausgebeutet. Ich bringe Ihnen mal ein Beispiel für Ausbeutung, wie es bei uns ganz klar funktioniert. Wie gesagt, ich bin ja berüchtigt dafür, dass ich alles, was ich sage, blöderweise immer belegen kann. Auch in diesem Fall. Ich bringe Ihnen jetzt mal ein zugegebenermaßen illustres Beispiel für Ausbeutung in Deutschland. In Montabaur, also nördlich des Weißröhrischen Äquators, wohnt ein Syrer mit 4 Frauen und 23 Kindern. Die erste Frage ist mal, wenn ich, der ich ja zweiter Klasse Mensch im eigenen Land bin, wie wir inzwischen wissen, wenn ich jetzt sage, ich will auch 4 Frauen haben, dann wäre ich eingebuchtet.
nach dem deutschen Gesetz, nur unabhängig davon, ob das meine Frau mitmachen würde, natürlich. Ja. Aber du würdest nicht Hauptfrau bleiben, mein Schatz. Wenn ich als deutscher Staatsbürger mir 4 Ehefrauen zulege, werde ich verknackt. Es ist ja nicht nur Bigamie, das ist wahrscheinlich Trigamie, Quadrigonamie oder wie das dann wahrscheinlich heißt. Ja. Das heißt, ich würde nach dem Strafrecht hinter schwedischen Gardinen sitzen. Nicht so für die Leute, die mit Sonderrechten zu uns kommen. Also dieser Syrer ist mit 4 Frauen und 23 Kindern gekommen und erhält aus den deutschen Sozialtöpfen, um überhaupt etwas arbeiten zu müssen pro Monat, also Wohnungszulage, Kindergeld, Sozialhilfe, das ganze Tralala zusammen, 30.030 Euro pro Monat. Das sind im Jahr 360.360 Euro. Einfach so. So, die Frage war ja wegen der Ausbeutung. Da hat ein intelligenter Mensch das gerechnet. Das ist der Gegenwert von 2.292 Arbeitsstunden bzw. 458 Arbeitstagen pro Monat. Dafür müssen 95,5 Handwerksgesellen pro Monat arbeiten gehen. Diese 95,5 Handwerksgesellen haben ein großes Problem. Die sind blöderweise Deutsche. Das heißt, die stehen in der Früh auf, verabschieden sich von ihren Kindern. Sie müssen auch bei Wind und Wetter aufstehen. Sie müssen auch auf die Arbeit gehen, wenn sie vielleicht keine Lust haben. Und dann klaut ihnen, ich sage bewusst klaut und stiehlt ihnen, unser Staat weit über 50% von dem, was sie verdient haben. Wenn sie nämlich nicht nur die Steuern, sondern die Sozialabgaben, diese ganzen versteckten Tributabgaben zusammenrechnen, ist die reelle Abgabenquote über 70% in Deutschland, dann stiehlt dieser Staat diesen unseren Leuten, die ehrlich arbeiten gehen, das Geld, um dann dieses Geld, das sauer verdient worden ist von unseren Leuten, auf diese Art und Weise zu veruntreuen. Das ist Ausbeutung pur von leistungsbereiten Menschen. Liebe Frau Dr. Schum, bitte protestieren Sie doch endlich mal dagegen, wenn Sie angeblich gegen Ausbeutung sind. Das war natürlich ein Einzelfall, ich gebe das auch zu, der besonders illuster ist. Aber ich kann es Ihnen über die große Masse auch über eine Zahl belegen. Das, was ein sogenannter Flüchtling uns kostet pro Jahr mit allem Drum und Dran, nicht nur die direkten Kosten, sondern auch Polizei, ne, zunehmende Gewalt, indirekte Kosten und so weiter, um diese Kosten abzudecken, die uns ein Flüchtling kostet pro Jahr, muss eine deutsche Familie ca. 50.000 Euro brutto an Gehalt erst einmal hereinverdienen, um diese Kosten zu decken. Und das ist jetzt eine absolut statistisch belastbare Zahl über die ganze Quere der Gesellschaft, wie wir ausgebeutet werden vom eigenen Staat für fremde Interessen. Ich 30 Minuten, die sind jetzt rum, aber ich habe noch ein paar Knalle. Ich denke, ich darf noch 5, aber mehr werden es dann auch wirklich nicht. Ja. Und zwar, ganz unten sagen die, das Friedensbündnis Bund oder Friedensinitiative Bund Landkreis Traunstein ist gegen völkische Ideologien. Ja, da sind wir doch auch wieder in der Alternative von Deutschland. Also die sagen genau das, was wir eigentlich auch sagen, bloß sie tut ja das nicht. Das habe ich ja gerade schon ein paar Beispiele belegt, dass er das Gegenteil davon dem tut oder nicht, was sie sagt. Ja? Ich möchte jetzt zitieren, nicht irgendeinen Verrückten heißt es ja gleich. Wenn jemand wirklich mal die beinharte Wahrheit faktenbasiert nennt, sind es uns immer alles gleich, Verrückte, Verschwörungstheoretiker und so weiter. Wir kennen ja diese Art, wie hier mit Argumenten umgegangen wird. Ich möchte jetzt zitieren den ehemaligen tschechischen Staatspräsidenten Václav Klaus, den ich persönlich sehr gut kenne seit 20 Jahren, oder 25 Jahre sind es schon. Und der hat ganz klar Folgendes festgestellt. Sinn und Zweck der sogenannten Willkommenspolitik sei es, den Zusammenhalt der bestehenden Gesellschaften Europas nachhaltig zu zerstören. Denn nur auf den Trümmern des bisherigen Europa und der bisherigen Bevölkerung können diese Politiker ihr neues Europa aufbauen, natürlich ohne uns, die mit dem bisherigen Europa sehr zufrieden sind. Ich zitiere weiter Václav Klaus, die Migranten sollen demzufolge als sogenanntes Kittmittel einer neuen europäischen Nation dienen. Das heißt jetzt,
Man nimmt die, die schon länger hier sind, dann passt es auch wunderbar rein, was die Frau Merkel sagt, weil die denkt ja so und handelt so in dieser Ideologie. Man nimmt die, die schon länger hier sind, holt rein, was geht, vermischt die Leute und schafft einen neuen Menschen. Das sagt sogar auch Václav Klaus. Er spricht davon, dass die Befürworter der massiven Zuwanderung die Erschaffung eines neuen Menschen versuchen könnten. Also sorry, wenn das nicht völkisch-rassistisch ist, was ist das denn dann? Und das ist die herrschende Politik der UNO und der EU, die von dieser Kanzlerdarstellerin hier nur umgesetzt wird. Ich zitiere Franz Timmermans, erster Vizepräsident der EU-Kommission und EU-Kommissar, fordert in einer Rede, natürlich kommt die Rede nicht in den Massenmedien, weil wenn das die Leute wissen würden, würden sie auf die Straße, auf die Barrikaden gehen. Diese Rede gibt es natürlich nur im Internet zu sehen. Deswegen soll das Internet ja auch zensiert werden von Maß, damit wir es nicht mehr sehen können. Das ist ja der ganze Grund für dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dass man uns komplett der Propaganda unterwerfen kann, damit wir keine Möglichkeit mehr haben, alternative Medien zu sehen und seine eigene Meinung zu bilden. Also was sagt Franz Timmermans? Die Mitglieder des EU-Parlaments sollen ihre Anstrengungen verstärken, monokulturelle Staaten auszuradieren und den Prozess der Umsetzung der multikulturellen Diversität bei jeder Nation weltweit zu beschleunigen. Also allein schon Menschen auszuradieren, ich glaube, da wissen wir doch, an was wir jetzt denken. Das ist die offizielle EU-Linie. Die Zukunft, ich zitiere weiter Timmermans, die Zukunft der Menschheit beruhe nicht länger auf einzelnen Nationen und Kulturen, sondern auf einer vermischten Superkultur. Da haben wir jetzt die Bestätigung für das, was der Václav Klaus gesagt hat. Es wird eine Vermischung von Menschen und Kulturen betrieben. Entschuldigung, die Vermischung von Menschen und Kulturen ist was? Ist völkisch und rassistisch. Und wir als AfD sind gegen völkisch und rassistisch. Und das ist von der Idee. Und jetzt nehmen wir noch den kleinen Nicolas Sarkozy. Was hat er gesagt am 17. Dezember 2008 in Paris? Was ist das Ziel? Das Ziel ist die Rassenvermischung. Und dann sagt er weiter unten, wenn das nicht vom Volk freiwillig getan wird, dann werden wir staatliche zwingende Maßnahmen ergreifen. Ich würde sagen, da bleibt doch jedem irgendwo noch das Atmen im Halse stecken, wie wir hier nur noch Kittmittel, ja, oder Vermischungsmasse sind für einen neuen Menschentypus, den diese hirnkranken, rassistischen, völkischen Ideologen der EU und der UN hier bei uns heranzüchten wollen. Mir wird nur noch schlecht, wenn ich darüber rede. Ja. Und am Ende meiner Rede, das gehört dazu, müssen natürlich meine direkten Gegenkandidaten auch noch ihren Senf kriegen. Das ist die Frau Kofler von der SPD. Ja, sie ist die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe und sie arbeitet direkt für die Staatsministerin Özobus, die auch diese Vermischungspolitik in Deutschland ganz aktiv betreibt. Ich werfe hiermit Frau Kofler ganz bewusst vor, aktiv an dieser unmenschlichen, völkischen, rassistischen Politik beteiligt zu sein. Frau Kofler ist aktiv daran schuld, weil sie sich aktiv daran beteiligt. Und was unseren großen Spezi, den Zar Peter, betrifft, Herr Dr. Ramsauer ist nicht aktiv daran beteiligt. Aber er ist lange genug im Geschäft, dass er weiß, was gemacht wird und warum tut er nichts dagegen. Die Frage ist dann immer, wer lädt größere Schuld auf sich? Der oder diejenige, die aktiv eine verbrecherische, unmenschliche Politik betreiben, wie Frau Kofler, oder diejenigen, die sie nicht verhindern? Diese Frage kann das Publikum für sich selbst gerne beantworten. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ja. Johann Serk, vielen Dank für deinen Vortrag. Im Bundestag, da gibt es eine rote Karte, wenn man überzieht, aber bei uns heute hast du zu Recht überziehen dürfen. Und im Übrigen dürfen sich die Damen und Herren im Deutschen Bundestag warm anziehen, wenn der Hans-Jörg Müller kommt. Ich glaube, das haben wir heute alle erleben dürfen.
wenn der Mann loslegt. Ja. Bevor wir zu unserem Hauptredner kommen, habe ich noch mir drei kleine Punkte aufgeschrieben. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen allen unser Team vorzustellen, also das Vorstandsteam in Traunstein. Ich fange an mit meinem Stellvertreter, zweiter Vorsitzender, Andreas Rüssel. Dann unsere Lady im Team, die Strippen im Hintergrund spielt. Das ist die Jacqueline Kretschmer, unsere Schiffführerin. Da vorne der Mann mit dem strengen Blick, auch auf die Finanzen, unser Schatzmeister Arthur Merz. Und last but not least, heute leider verhindert, ist auf einer Hochzeit, aber ansonsten auch immer sehr aktiv, der Oliver Koglott, unser stellvertretender Schatzmeister. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Sie darauf aufmerksam zu machen, wenn Interesse besteht, also wenn Ihnen die Vorträge heute zusagen, wenn Sie sagen, die AfD ist die Alternative für mich in Deutschland. Wir haben Mitgliedsanträge dabei. Dafür zuständig ist immer die Jacqueline, unsere Schriftführerin. Also wenn der eine oder andere sich heute entschließt, Mitglied bei uns werden zu wollen oder zumindest da ernsthaft darüber nachdenkt, können Mitgliedsanträge hier ausgefüllt oder natürlich auch gerne mitgenommen werden. Wir können weitere Mitglieder gerne bei uns brauchen im Kreisverstand. Ja, Kreisverband. Und da möchte ich noch kurz Werbung machen für unsere nächste Veranstaltung. Es ist ja so, es geht ja immer weiter. Der Wahlkampf ist in vollem Gange. Wir haben unsere nächste Veranstaltung am 28. Juli. Das ist also in genau 4 Wochen. Wir sind dann zusammen mit unseren Freunden vom Kreisverband Berchtesgadener in Aufhang. Wir haben 2 hervorragende Gäste da. Das ist der André Poppenburg vom Bundesvorstand der AfD und der Nikolaus Fest, freier Publizist, ehemaliger stellvertretender Chefredakteur der Bild am Sonntag und AfD-Direktkandidat in Berlin. Also wir würden uns freuen, wenn Sie alle uns dort wieder beehren würden und auch Werbung machen im Freundes- und Bekanntenkreis für die Veranstaltung. Jetzt haben wir die große Ehre und Freude, als ist der Mann. Das ist dann immer so, gell, wenn man an der Reihe ist, kommt essen. Also wir haben die große Ehre und Freude, unseren Hauptredner vorzustellen, das ist der Herr Martin Hebner. Er ist zum Spitzenkandidaten der Bayern AfD für die Bundestagswahl gewählt worden. Ich selber hatte die große Ehre und das Glück, seine Bewerbungsrede am Listenparteitag in Gleding zu hören. Das war also eine fulminante Rede und er ist natürlich völlig zu Recht auf diese Position gewählt worden. Und wie gesagt, wir haben das große Glück, dass er heute zu uns spricht. Und wenn er jetzt auch noch die Kehle ein bisschen geölt hat, dann darf ich jetzt mit Freude zuerst einmal natürlich um einen herzlichen Applaus bitten für Herrn Martin Hebner. Weiterhin. Herzlichen Dank. Und danke für den warmen Empfang, den freundlichen, netten Empfang. Ich möchte mich heute mit dem Thema Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Freiheit in unserem Land beschäftigen. Aber bevor ich dazu komme, 2-3 Worte zu meiner Person. Ich hatte diese Woche ein Interview mit der IHK in München. Ich habe mich gefragt, Herr Hebner, was haben Sie getan, bevor Sie Berufspolitiker wurden? Ich habe reagiert, Moment, Schritt zurück, ich bin kein Berufspolitiker. Wie in der AfD, in Bayern grundsätzlich, weil wir noch keine Parlamentarier haben, wir sind kein Berufspolitiker. Wir sind Leute, die ganz normal verdienen, im Leben stehen, mit beiden Beinen fest, in dem Fall auf Basis hier, auch ja, Familie eingebunden. Und zu meiner Person, ich bin 57 Jahre alt, ich bin verheiratet, ich habe 4 Kinder. Wir, meine Frau und ich, haben sehr früh geheiratet, das heißt, ich war schon mit 22 Vater und seitdem auch berufstätig. Berufstätig in dem Fall erstmal in der IT-Unternehmensberatung. Parallel habe ich noch mein Universitätsstudium an der TU München Informatik abgeschlossen. Bin dann tätig geworden für eine große deutsche Bank, erst als Projektleiter, dann als Sachgebietsleiter für die inländische Kreditanwendung, dann zuständig für die Auslandsfilialen als Abteilungsleiter
für die IT-Betreuung der Auslandsfinanzen und in London, New York, Hongkong. Wir haben damals auch die Filiale in Shanghai aufgebaut. Auch die Zuständigkeit für die Begleitung der Töchter in Luxemburg und Schweiz. Weiter war ich tätig als Bereichsleiter für die Gesamt-IT für eine große deutsche Lebensversicherung in Deutschland und bin seit gut 20 Jahren selbstständig in großen Unternehmen. Große Unternehmen in dem Falle, gerade wenn hier immer von Digitalisierung die Rede ist, zum Beispiel beim Thema Glasfaser-Rollout, zum Teil auch in Digitalisierungsprojekten, aber auch bei großen Industrieunternehmen der Anbindung, zum Beispiel große Automobilhersteller aller Werke oder Werkstätten weltweit. Das heißt, auch in diesen Bereichen kenne ich mich aus. Im Übrigen zu ergänzen, ich habe parallel noch während der Berufstätigkeit einen Abschluss über die Fernuniversität gemacht, als MBA, sprich betriebswirtschaftlichen Abschluss. Von daher, ich kann es nochmal betonen, wir in der AfD sind nicht Leute, die irgendwo in die Politik gegangen sind, weil sie sonst nichts können, sondern wir stehen mit beiden Füßen im Leben und fest verankert, auch in der Familie. Zum Thema Demokratie, meine Damen und Herren, wir sind uns gewiss alle einig, wir leben in einer Demokratie. Natürlich können Sie alle 4 Jahre Ihre Stimme abgeben und dann haben Sie keine mehr. Aber Sie haben natürlich Ihren Abgeordneten. Ihren Abgeordneten, der Sie in allen Punkten, allen dem, was Sie betrifft, im Parlament vertritt. Nun, jetzt kommen wir zu einem Thema, was auch Hans-Jörg schon angesprochen hat. In 2015 wurde in Deutschland einfach mal so die Grenzen geöffnet. Alle wurden reingelassen, jeder durfte einreisen. Das heißt, es durfte in dem Fall auch jeder einreisen, der keine Papiere hatte. Es durfte hier jeder ins Land, ob auch in dem Fall auch registriert, wir haben auch Hunderttausende, die nicht registriert wurden, die jetzt in dem Fall in unserem Land irgendwo ja, einen Platz gefunden haben. Wir haben alle reingelassen. Und wir haben natürlich mit diesem Vorgehen enorme Probleme. Hans-Jörg hat schon gesagt, wir haben Probleme in dem Fall im kommerziellen Bereich, im finanziellen Bereich, denn das, was wir in toto als ja, Deutschland ausgeben für die neu hinzugekommenen, sind pro Jahr ungefähr so um die 50 Milliarden. Das sind 30 Milliarden, die offiziell in dem Fall auch schon mitgeteilt wurden, plus auch in dem Fall zusätzliche Kosten, die, das sind natürlich sehr stark, Sie sehen es ja, wo die Unterbringung erfolgt, Länder, Kommunen, sei es auch die Zusatzkosten, also roundabout, also rund ungefähr mit 50 Milliarden pro Jahr. Plus wir haben natürlich die Nebeneffekte, die eben gerade schon angesprochene, auch sehr stark, ja, auch Zunahme von Kriminalität. Wir haben also in dem Fall Punkte, die alle Leute betreffen. Deswegen wäre es eigentlich erwartbar, dass im Parlament eine richtig heftige Debatte gewesen ist. Haben Sie bestimmt gehört. Eine Debatte über die Öffnung der Grenzen. Ich meine, man kann zu dieser Öffnung stehen, wie man will. Es sei auch jeder eingeladen, dazu mit zu debattieren. Man kann es auch positiv finden. Alles in Ordnung. Aber es muss ja im deutschen Parlament über die Entscheidung dann debattiert worden sein. Haben Sie bestimmt gehört. Sie erinnern sich bestimmt. Falls Sie sich nicht mehr erinnern, kann Sie beruhigen. Zumindest was Ihr Gedächtnis betrifft. Es drückt Sie nicht. Da gab es keine Debatte. Meine Damen und Herren, man kann dazu stehen, wie man will. Nur, wenn wir in einer Demokratie leben und wir haben ein deutsches Parlament, das hier auch für die Einhaltung, die für die Überwachung der Regierung zuständig ist, dann erwartet man hier auch entsprechende Aufgabenübernahme. Ist nicht erfolgt. Und da muss ich jetzt ganz klar sagen, hier haben wir einen massiven Mangel an Demokratieverständnis, denn wie wir alle wissen, wir haben, Hans-Jörg hat es gerade gesagt vorhin, die Berufspolitiker, Leute, die abhängig sind von ihrem Mandat und die natürlich dann entsprechend, so wie es auch in der Parteilinie geschlossen ist, sich auch verhalten. Und hier haben sie alle, auch insbesondere unsere CSU-Kandidaten oder Parlamentarier, sich komplett rückverhalten. Meine Damen und Herren, das ist ein unmögliches Vorgehen. Das darf und kann nicht sein. Das heißt, hier wurden die Funktionen eines deutschen Parlaments nicht wahrgenommen. Meine Damen und Herren, unterstützen wir uns als AfD. Hier muss die Funktion des deutschen Parlaments wieder revitalisiert werden. Und für uns als AfD kann und darf sowas nicht sein. Deswegen stehen wir als Bürger, um Sie als Bürger auch im Parlament zu vertreten. Eine Dame, die das jedenfalls Vorgehen hier leider im Parlament, was um sich gegriffen hat, sehr, sehr gut beschrieben hat, ist die Frau Erika Steinbach. Und lassen Sie kurz zu Wort kommen. Ich zitiere hier aus einem Interview mit der Welt am Sonntag vom 15.01. diesen Jahres. Beunruhigenderweise gibt es in den angesprochenen Politikbereichen praktisch, es geht nicht um die Einwanderung, keine tatsächliche Opposition mehr im Deutschen Bundestag. Frau Merkel
hat den linken Teil des Parlaments auf ihrer Seite. Und die wenigen kritischen Stimmen in der Union von CDU und CSU werden mundtot gemacht. Sofern die Damen und Herren überhaupt noch sich trauen, etwas zu sagen. Meine Damen und Herren, das ist eine komplette Fehlfunktion eines Parlaments. Das sind Ihre Volksvertreter. Aber wie ist die Funktion? Man duckt nach oben, hierarchisch, und kümmert sich dann nicht um Ihre Interessen, meine Damen und Herren. Das müssen wir, und deswegen sind wir als Bürger in der AfD zusammengekommen, dringend abstellen. Wir als AfD-Mitglieder, und ich im Prinzip auch genauso, waren vorher, die meisten von uns, nie in einer Partei, sind nie in Parteiorganisationen gewesen. Wir sind in die AfD eingetreten, um hier Missstände zu beheben. Missstände, die zum Beispiel auch unser neuer Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ganz klar adressierte. Er sagte bei seiner Eröffnungsrede im Deutschen Bundestag, und ich zitiere hier, Mut ist das Lebenselixier der Demokratie. Meine Damen und Herren, er sprach vor den deutschen Parlamentariern. Die haben weggeguckt. Die müssen ganz klar weggehört haben. Das ist grauslich. Aber was wir als AfD haben ist, und das ist unser Motto, Mut zur Wahrheit. Wir sprechen die Punkte an. Die Punkte, die von den anderen Parteien leider komplett vernachlässigt werden und in dem Fall in ihren Aufgaben auch komplett in dem Fall nicht mehr wahrgenommen werden. Aber auch deswegen, weil es leider in dem Fall von vielen Parlamentariern die Aufgaben nicht mehr wahrgenommen werden, ist eine zentrale Forderung, eine der unabdingbaren Forderungen der AfD, direkte Demokratie, Einführung einer direkten Demokratie auch auf Bundesebene. Hans-Jörg hat es gerade vorhin angesprochen, wir haben ein Volksbegehren auf bayerischer Ebene gestartet mit Abschaffung der GEZ, der Rundfunkgebühr. Was unser Ziel ist, ist auf Bundesebene eine direkte Demokratie einzuführen, dass solche Fehlentwicklungen, wie gerade, wenn die parlamentarische Aufgabe nicht mehr wahrgenommen werden, vom Bürger als Korrektiv dann geändert werden können. Deswegen ist eine unserer zentralen Forderungen, und ich bitte Sie da um Ihre Unterstützung, mehr Demokratie wagen. Willy Brandt sagte das mal in den 70er Jahren, ist unsere Forderung, mehr Demokratie, direkte Demokratie. Und das ist einer der Kernpunkte der AfD. Wie der andere dazu kommt, ich habe es gerade vorhin mit Erstaunen gehört, zu sagen, wir wären undemokratisch, kann ich mir damit gar nicht überhaupt vorstellen. Denn das ist in dem Fall das Demokratischste, was ich mir vorstellen kann, die direkte Demokratie, Einbezug der Bürger und auch den Bürgern hier selber eine Stimme zu geben. Nehmen wir mal bitte aber jetzt, was das Demokratieverständnis betrifft, ein anderes Beispiel. Ein weniger bunt aufgeladenes. Ich weiß, Schilder werden momentan heutzutage immer bunter. Es ist das Thema, was ich aufgreifen möchte, der Euro. Wir alle, in dem Fall, die wir in der AfD tätig sind, und ich habe es damals auch in dem Fall als Grund gesehen, die AfD 2013 einzutreten, ist die Fehlentwicklung mit dem Euro und mit der sukzessiven Schuldenfinanzierung. Nehmen wir hierzu ein Beispiel, ich komme nachher auf ein weiteres. Ich weiß nicht, ob Ihnen das Thema Target 2 ist das Zahlungs- und Clearingsystem der EZB etwas sagt. Falls nein, erläutere ich das ganz gerne. Wir haben in der europäischen, in dem Fall der europäischen Staaten, die dem Euro zugehören, ein Zahlungssystem. Das heißt, wenn Sie etwas, nehmen wir ein Land, wie zum Beispiel Griechenland, dort gekauft wird, nehmen wir ein Beispiel, ein erfahren etliche, darum Daimler, dann zahlt das der griechische Käufer dort an seine lokale Bank. Die wiederum dann in dem Fall auch Zahlung an ihre griechische Nationalbank leistet. Die wiederum aber in dem Fall dann eine Forderung bestätigt an die EZB für die Deutsche Bundesbank. Und die wiederum, die Deutsche Bundesbank, dann dem Unternehmen, nennen wir es gerade Daimler genannt, die Forderung gutschreibt. Was wir momentan aber haben ist, die Deutsche Bundesbank bekommt dieses Geld nie überwiesen von der griechischen Nationalbank. Und das ist nur ein Beispiel. Das gleiche passiert momentan mit der italienischen, der spanischen, der portugiesischen Nationalbank. Die Deutsche Bundesbank häuft momentan Forderungen auf in der Höhe von 850 Milliarden. Der gesamte Sachverhalt klingt sehr trocken, ist aber ganz einfach. Stellen Sie sich hier den Wirt vor, der Schnitzel verkauft und Bier, und dafür immer anschreiben lässt, der nie Geld bekommt. Die Deutsche Bundesbank bekommt dafür auch kein Geld. Es kommt nie wieder zurück.
Und das sind uneinbringbare Forderungen, die wir momentan haben. Meine Damen und Herren, das sind Forderungen in der Höhe des ca. dreifachen Volumens des deutschen Bundeshaushalts, der bei 360 Milliarden liegt. Wir haben momentan 850 mit steigender Tendenz Außenstände. Meine Damen und Herren, wir haben hier als deutsches Volk, also in dem Falle hier Steuerzahler, massivste Forderungen, die aufgehäuft werden, Riesen.